Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal Crypto Night Owl. Heute geht es natürlich wieder um Ripple, um Ripples XRP. Es gibt wahnsinnig neue Nachrichten in Bezug auf Ripple. Die Pre-Aktie von Ripple geht heute online. Ihr könnt sie erwerben über Linkto. Echt mega geile News. Ich stelle euch das vor. Die Zentralbank von Mexiko erwägt die Ripple-Einführung von XRP. Auch das sind wieder krasse Nachrichten. Die nächste Zentralbank ist am Start. Ripple bereitet sich offensichtlich intensiv auf Vergleichsverhandlungen mit der SEC vor. Auch das wird richtig, richtig spannend. Und zum Schluss nochmal Loom Network. Den hatte ich gestern ja mit ins Video reingenommen. Zieht euch das gerne mal rein. Werde ich euch verlinken am Ende des Videos. Explodiert, macht hier fast jeden Tag 35%. Natürlich muss man da vorsichtig sein, aber gehen nochmal drauf ein, welches Potenzial hinter Loom Network schlummert und wo ihr es kaufen könnt. Also es lohnt sich definitiv bis zum Schluss dran zu bleiben, wird ein mega geiles Video. Ihr lasst mir vorneweg einen Kommentar, ein Like da, um meine Arbeit hier zu unterstützen. Vielen Dank, wie gewohnt, nach dem Intro. Peace. Crypto Night Owl, Mann, ich wache über den Markt und gebe Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysiere den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Liebe Freunde, wir gehen direkt rein. Es ist Freitag, wir haben es geschafft. Die Woche ist rum. Naja, so gut wie, aber den Rest packen wir auch noch. Ja, liebe Freunde, heute knallt es richtig, gibt richtig schöne Ripple XRP News. Wir gehen auch direkt rein, ohne lange rumzuschnacken. Wie gesagt, ich bedanke mich aber vorneweg nochmal ganz schnell bei jedem Einzelnen da draußen, der meinen Kanal hier unterstützt, liked, kommentiert. Das ist in der letzten Zeit echt Wahnsinn. Wir stehen kurz vor 3000 Abonnenten. Unglaublich, also immer weiter Vollgas geben. Okay, wird der Ripple-Kurs auf Null abstürzen? Krypto-Ticker, mal ganz kurz. Nein, mit diesen Partnerschaften, also der XRP-Kurs natürlich, mit diesen Partnerschaften mit dem Unternehmen Ripple im Hintergrund kann der Kurs äußerst unwahrscheinlich, will nicht sagen nie, auf Null abstürzen. Da müsste das Unternehmen Ripple sich schon auflösen. Wird nicht passieren. Partnerschaften weltweit, total verstrickt im Finanzsystem und das neue Finanzsystem, was sich die nächsten Jahre aufbauen wird. Also das brauchen wir gar nicht groß weiter drauf einzugehen. Ich habe mir das mal kurz durchgelesen. Die sehen das zum Schluss ähnlich. Viel Vorgeplänkel immer, bla 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 bla, um da Klicks zu sammeln. XRP-Videos, um Klicks zu sammeln. Furchtbar. Nein, Spaß beiseite. Wird nicht passieren. Der XRP-Kurs, ja, was wollen wir dazu sagen? Kann der auf 0 abstürzen. Selbst wenn er nochmal auf 28 US-Dollar Cent abstürzt, haben wir ja auch schon in unserer Prediction mit, ich sag mal, eingepreist oder haben das damit schon mal herausgegeben bei uns in der Telegram-Gruppe, dass das immer nochmal passieren kann. Das wäre nochmal ein immenser Rutscher. Checkt die Telegram-Gruppe ab, fragt dann nochmal nach, ob das passiert. Es kann euch mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit niemand sagen, aber ja, wie es makroökonomisch und charttechnisch aussieht, kann dann nochmal ein großer Rutscher kommen. Ich habe natürlich nicht die Glaskugel. Wo ich eine Glaskugel hatte, ist bei Loom Network. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Spaß beiseite. Also wie gesagt, ich kaufe da trotzdem nach und sollte er nochmal nach unten ordentlich durchbrechen. Brechen natürlich, kaufe ich da auch nochmal einen größeren Stack nach, also wirklich einen größeren Stack und dann ist Schluss. Okay, das Potenzial von XRP hat das Interesse von Mexikos Zentralbank geweckt. Sie erwägen die Einführung von XRP, die Zahlungslösung von Ripple natürlich als Brückenasset, den XRP-Coin da natürlich zu nutzen. Wäre mega geil, die Zentralbank hat sich da öffentlich geäußert, da immer mehr regulatorische Klarheit so langsam herrscht in den USA. Die letzte Instanz steht uns noch bevor im April. Die Lizenz in Singapur wurde stattgegeben, dass Ripple dort tokenisierte Assets offiziell handeln darf, ist dort als offizielles Finanzinstitut gebrandmarkt und aufgenommen worden. Absoluter Meilenstein, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Auch die Partnerschaften mit Metago, absolut. Ja, in der Schweiz, Metago, da ist auch die BIS ansässig, da sind mehr als 63 Länder drin und Ripple ist da auch am Start. Also ihr merkt, die Verstrickung im Finanzsystem ist eigentlich irreparabel, das wieder da rauszubekommen. Ripple
Und jeder, der das nicht kapiert und im Endeffekt weiß, was da auf uns wartet in Zukunft, weiß ich nicht. Der hat sich wahrscheinlich dieses Video auch nicht angeguckt und gleich weitergeklickt. Mexikos Fintech-Shrink. Die jüngsten Dokumente der Banco de Mexico offenbaren ein starkes Interesse an der Blockchain. Dabei geht es nicht nur um irgendeine Blockchain-Lösung, sondern speziell um Xrapid von Ripple. Die Lösung nutzt XRP als Brückenwährung, das wissen wir nun alle, dass es Unternehmen und Finanzsektoren ermöglicht, nahtlos zwischen den verschiedenen Fiat-Währungen zu wechseln. Die Banco de Mexico, der offizielle Pressesprecher der Bank, sagte, X-Rapid-Zahlungen werden in weniger als 2 Minuten vollständig abgewickelt, was die Kosten um 40-70% senkt. Das ist krank. Dies steht im krassen Gegensatz zu herkömmlichen grenzüberschreitenden Zahlungen, die bis zu 5 Tage dauern können. Also da ist wirklich, wie es hier heißt, der helle Horizont von XRP, richtig Feuer im Kessel, finde ich gut. Gehen wir aber weiter, um das nicht zu lange auszukauen. Ripple bereitet seine Vergleichsverhandlung mit der US-Börsenaufsicht vor. Die Branche erwartet gespannt das Ergebnis möglicher Vergleichsgespräche im April, da eine Einigung der Kontrahenten wahrscheinlich zu einem XRP-Bullrun führen würde. Kommen wir zum Ripple-Vergleich. Ripple-Vergleich würde Bullrun auslösen. Es verdichten sich doch die Anzeichen. Ich habe auch auf Twitter viel gelesen. Da werde ich aber nochmal in einem der nächsten Videos drauf eingehen. Da sammle ich noch mehr Informationen, bevor ich da was raushaue. XRP-Anleger und die gesamte Kryptobranche warten gespannt auf die endgültige Beilegung des SEC-Ripple-Verfahrens. Das Ergebnis hat das Potenzial, einen erheblichen Preisanstieg für XRP auszulösen und ein günstiges Regulierungsumfeld in den USA zu fördern. Ein Erfolg von Ripple gehört zu den Faktoren, die den Markt im Jahr 2024 nach oben treiben können. Andere Faktoren sind neue Bankenallianzen, Trends auf dem Kryptomarkt, technologische Innovation, Angebots- und Nachfragedynamik, Spekulation und natürlich die aktuelle Konjunktur. Also wenn wir darauf eingehen, dann sieht es erstmal nicht so gut aus. Aber ich bin hier sehr, sehr bullisch. Haut mir eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Die Anzeichen verdichten sich. Ich hau da demnächst nochmal ein gesondertes Video raus. Sehr, sehr positiv alles wieder. Ja, so sind die Emotionen im Kryptomarkt. Mal so, aber man muss da eigentlich so wie ich, wie viele andere emotionslos reingehen. Ich investiere da, juckt mich alles nicht, was die da draußen sagen. Trotzdem geil, solche Nachrichten zu lesen. Kommen wir rüber zur Hauptnachricht. Jetzt könnt ihr euch Anteile von Ripple sichern. Der Pre-IPO-Aktie von Ripple ist zum Kauf freigegeben. War schon mal zum Kauf freigegeben. Einer unserer User oder unser Chart-Analyst in der Telegram-Gruppe hat schon Ripple-Aktien gekauft. Du musst da, glaube ich, Pakete kaufen. Ich habe mich jetzt dort mal angemeldet, ist noch nicht ganz durch der Anmeldeprozess, deswegen kann man da noch nicht alles einsehen. Er hat, glaube ich, für 2.500 Euro da sich ein Stack an Ripple-Aktien gesichert. Das ist auf jeden Fall ein Invest, was sich lohnen kann. Sollte Ripple an die Börse gehen, kann man jetzt im Vorfeld schon mal über Ripple oder über Linkto, heißt die Seite, sich Ripple-Aktien sichern. Gehen wir aber drauf ein. Linkto hat die vorbörsliche Investmentmöglichkeit in Ripple-Aktien für US-Kunden wieder geöffnet. Ja, wie ich gerade sagte, war mal geschlossen zwischendurch. Jüngsten Berichten zufolge gibt es eine einmalige Gelegenheit, Ripple-Aktien vor dem Börsengang zu erwerben. Dies wurde zunächst von Nick Boruffo angedeutet, dem Director of Member Investment bei Linkto. Es wurde nun bestätigt und offiziell von der Investmentplattform angekündigt. Ripple-Aktien sind jetzt auf Linkto verfügbar. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, allen Anlegern einen demokratischen Zugang zu Privatmarktinvestitionen zu ermöglichen. Dies ist das zweite Mal, dass diese Aktien angeboten werden, nachdem das erste Kontingent ausverkauft war. Benny, du kannst ja gerne nochmal runterschreiben, wie das bei dir ablief, was die Leute noch zu beachten haben. Ich glaube, du musst sogar zum Bankberater gehen oder musst das Ganze dort absegnen lassen. Naja, hier der offizielle Tweet auch auf X von Linkto. Also, das Ganze geht jetzt scharf. Geile Sache. Marktexperten glauben, dass die Bewertung des Unternehmens nach dem Börsengang um das 20-fache steigen kann. Also, das kann sich schon richtig lohnen. Ich habe mich hier bei Linkto mal angemeldet. Aber irgendwie ist das Ganze noch nicht scharf geschalten. Ja, nee, geht immer noch nicht. Leider.
Aber sie haben da Ripple oder die Ripple-Aktien offiziell mit aufgenommen. Ich habe euch die Seite jetzt mal hier schnell übersetzt. Und hier steht es auch nochmal schwarz auf weiß. American Express, Santander haben sich mit Ripple zusammengetan, um grenzüberschreitende Zahlungen zwischen den USA und Großbritannien durch den Einsatz von der Blockchain-Technologie zu beschleunigen. Die Bank of America hat sich kürzlich auch mit RippleNet-Technologie zusammengetan. Also, liebe Freunde, das steht auch auf der offiziellen Seite von Link2. Hier wird es demnächst richtig scharf gehen und ja, ich werde mir die Aktien oder das Aktienpaket wahrscheinlich auch zulegen, auch wenn es ein ganz schönes Investment ist. Kommen wir rüber zu Loom Network, liebe Freunde. Haut mir jetzt erstmal die Kommentare zu Ripple, zur Aktie. Geile Sache, ich freue mich mega in die Kommentare, was ihr davon haltet. Loom Network ist der absolute Shootingstar. Ich hatte ihn gestern schon mal mit vorgestellt. Ich bin auch schon eine Weile investiert. Mehrere 100% im Plus. Hätte ich doch nur mehr reingesteckt. Aber so ist es manchmal. Heute oder in den letzten 24 Stunden allein 24%. In den letzten 7 Tagen 56%. Ein Monatschart 522%. Ja, aber wie gesagt, leider nicht so viel investiert, weil ich es, ja, nicht so auf dem Schirm hatte, dass das so abgehen kann. Market Cap 321 Millionen auf Platz 90. Da geht auf jeden Fall noch was. Aber Vorsicht, der Abverkauf steht wohl kurz bevor. Gehen wir aber auf Loom Network ein. Loom Network Interesse in Asien sorgt für Kursexplosion. Der Kurs von Loom Network gehört mit 10% Kursplus. Naja, das ist schon Geschichte. Zu den Kursgewinnern, zu den Top-Kursgewinnern in den Top 100. Im Wochenvergleich sogar 38%. Das seit Juli 2018 gelistete Krypto-Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, eine Blockchain-Ökosystemlösung zur Unterstützung der nächsten Generation von DeFi-Protokollen, NFTs und leistungsstarken Multi-Chain-Applikationen, die Apps, aufzubauen. Loom Network profitiert seit Wochen von den anhaltend hohen Handelsvolumen auf den koreanischen Kryptobörsen Upbit.com und Bithump.com. Das Volumen auf Upbit liegt aktuell konstant höher als das der weltweit größten Exchange Binance. Momentan sieht das wirklich alles sehr, sehr bullisch aus, aber wie gesagt, auf einem fahrenden Zug aufspringen, ganz vorsichtig. Stellt euch, wäre jetzt meine Herangehensweise, natürlich keine Anlageberatung, eher die Preisalarme nochmal nach unten. Wenn das in Medien ist und schon hochgepauscht wird, ist meistens schon viel zu spät, um da einzusteigen. Aber habt das auf dem Schirm. Auch Preisprognosen sagen voraus, dass wir sogar den Dollar noch ankratzen könnten. Aber immer, wie gesagt, vorsichtig. Ich wollte euch die langfristige Prognose nochmal um die Ohren hauen. Bis 2030, was hatten Sie hier gesagt? Bis 2030 sehen hier Maximalpreis von 4 Dollar sogar. Also ich gehe im Bullrun 2025, 26 sogar noch von viel, viel mehr aus, weil das gerade im koreanischen, asiatischen Raum ein extrem gehyptes Projekt ist. Und jetzt kommt's, weil alle 1,3 Milliarden Loom Network Token, nicht ganz, aber 99% auf dem Markt sind. Und das ist wirklich der absolute Hammer und kann in Zukunft zum Preiskatalysator werden. Alle auf dem Markt, da gibt es nichts mehr, was noch gemeint oder irgendwas wird, die sind alle auf dem Markt und das ist wirklich krass. Ihr könnt Loom Network über meinen Link bei Pionex oder bei Bitgate, je nachdem, wie ihr gerne möchtet, erwerben. Ist auf beiden Börsen handelbar und ihr bekommt sogar noch mal 10 bzw. 15% bei Pionex auf Spot oder Future Trades obendrauf über meinen Link. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch da anmeldet, meinen Kanal unterstützt. Haut mir eure Meinung zu Loom Network in die Kommentare. Ist für mich ein absolutes Top-Projekt, was jetzt mit ins Portfolio reingehört. Alles klar, liebe Freunde, das war's zum Wochenstart, wollte ich gerade sagen, zum Start ins Wochenende. Kommentar, Like da lassen, sagte ich, glaube ich, bereits. Wenn nicht, habe ich es jetzt gesagt. Bis zum nächsten Mal. Peace. Drum hinterlass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto Night Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.